Und willkommen zurück bei Let's Play Zuma. Letztes Mal sind wir wieder dem Pixel-Hannes begegnet, der uns quer durch das Schiff Curie gejagt hat. Und wir waren auf der Suche nach einer kleinen Rettungskapsel, die uns nach Seta bringt. Haben wir auch gefunden, sind unterwegs gewesen und jetzt sind wir hier irgendwo aufgeprallt. Und schnappen uns erstmal unser Omnitool. Und dann sehen wir doch mal nach, wo wir hier überhaupt sind. Oder auch nicht. Wir bleiben einfach hier. Weil wir kriegen die Tür nicht auf. Was? Wer? Oder was kommt da durch die Tür? Ach, unser Freund! Hi! Hallo, kleiner Kumpel. Oh, hey, little guy. Didn't expect to see you again. Ach, wie schön. Don't worry, Cat. I'll find a way to say. Grüß dich. Okay. Unsere alte Mühle hier hat's ordentlich erwischt. Ne, kleiner Kerl. Und wir müssen uns jetzt zu Fuß nach Seta begeben. Bist du Seta schon? Wahrscheinlich nicht. Hallo! Ach, er folgt uns, das ist aber lieb. Ach, wie cool. Er ist leider kaputt hier. So, wo gehen wir lang? Wir gehen einfach diesen Lichtern hier entlang und folgen denen. Ach, wie übel. Delta. Ach, wie krass. Das sieht schon übel aus, ne? Hier war irgendeine Fertigung oder so. Oder halt eine Mine, ne? Das sieht so aus wie... irgendwelche Schienen, die zu irgendeiner Mine führen. Und da hinten... fliegt irgendwas in der Luft rum, oder es ist nur eine Halluzination von mir, aber ich glaube, das Ding hier bewegt sich wirklich. Ob das Teil so freundlich ist? Was macht ihr? Control Room. Ich glaube, wenn das Viech uns sieht, ist es nicht mehr so freundlich. Kann ich hier irgendwie in den Control Room? Kann ich nicht. Kann er uns die Tür öffnen? Ach krass, okay. Er öffnet uns die Tür und das ist ja lieb. Er ist richtig cool. Unser kleiner Drohnenfreund. Danke. Good robot. Droni die Drohne. So, was haben wir hier Schönes? Ein Knöpfchen. Und ein Doten. Vergessen.
armer Evans. Da liegt er. Mausetot. Und das Ding funktioniert noch. Ist ja lustig. Zeppelin Control. Admin. Override. Emulator. Override. Fuck. Fuck you, Akers. Invalid Comment. Nachrichten. Entwürfe. An Strusky Theta betreff Zepp. Akers zieht irgendeinen blöden Scheiß ab. Gerade hat er den Zeppelin zurück nach Theta gelenkt. Lasst ihn nicht andocken. Zieht ihn verdammt nochmal aus dem Verkehr. Wer ist denn dieser Akers? Wer ist das? Uch. Können keine E-Mails mehr schicken. Okay. Uch. Aha. Theta ist also dort. Okay. Lambda, Delta, Lambda, Theta, Delta, Theta. Okay. To Theta. Landing Platform. Aha, aha, aha. Jo. Kommunikationsantenne, HQ. Das wird noch interessant, glaube ich, hier. Boah, das sieht so geil aus, ne? Und die Performance ist einfach so schlecht. Und das liegt noch nicht mal an meinem PC, ne? Das ist es ja. Das liegt nicht am PC. Komm, kleiner Kumpel. Wir gucken uns hier einfach mal ein bisschen um. Was? Zeppelin Transport Theta. Aha. So, geht diese Tür auf. Komm, mach du, Kollege. Es sieht aber auch einfach... Also durch diesen Schlieren-Effekt, es sieht einfach geil aus. Danke, Robo-Freund. Krebsgeschwür wieder. In das wir unsere Hand reinstecken können. Ach, warte mal, ich guck mal da drüben. Hier ist nichts. Da können wir kurz mal drauf schauen. Omega. Aha, aha, aha. Delta, Theta. Und dann müssen wir auch noch über Omikron kommen und dann nach Tau. Wir haben noch einen ganz schönen Weg vor uns, ne? So wie das aussieht. So, aber ich stopfe hier erstmal die Hand rein. Oh. Was es uns auch immer bringt. So, gucken wir mal. UH Handbuch. Aha. Das ist dieser kleine Roboter wahrscheinlich. Leichter Universalhelfer. Der K8 verfügt zwar nicht über ein Stimmmodul, kann aber über vereinfachte Geräusche und Lichtsignale kommunizieren. Mhm. Das Ding haben wir auch gesehen. Mittlerer Arbeiter. Aha. Mini-UH. Forschungsflugzeug, obligatorisch. Grundintelligenz. Zum optimalen Einsatz seiner Ausrüstung ist ein Pilot erforderlich. Aha. Nachrichten. Oh Gott, viel zu lesen. Von Kronstedt, Theta, Delta-Evakuierung. Terry, es wurde beschlossen, dass du und deine Besatzung Theta am 14. evakuieren werdet. Ihr müsst euch um nichts kümmern und euch allen werden sofort nach eurer Ankunft neue Positionen zugeteilt. Ein bisschen weiter hinten einreihen müsst ihr euch aber natürlich schon. Das Letzte, was wir brauchen, sind noch mehr Anführer. Kronstedt. 13.8. von Kronstedt, Theta, deine Beerdigung. Fick dich, Kronstedt, ich gehe nirgendwo hin. Du hast gar nicht die Befugnisse, mich zu zwingen. Terry, das sind nicht meine Befehle, du Knalltüte. Ich übermittle sie dir bloß. Du willst also bleiben? Ich kann dir ein bisschen Zeit verschaffen, wenn du noch in deinem Schrotthaufen bleiben möchtest. Aber deine Besatzung wird morgen abgezogen. Kronstedt, 14.8. Betreff Evakuierung erfolgreich. Aha.
Herr Eckers, mit Freuden informiere ich Sie, dass die Besatzung Theta sich erreicht hat. Lassen Sie mich wissen, wann Sie aufbrechen können, dann werde ich Ihnen einen Transporter schicken. Peter Strusky, Theta Zentrale. Und wieder der Strusky aus Theta. Schöne Weihnachten. Schöne Weihnachten, Herr Akers. Bitte zögern Sie nicht zu fragen, falls Sie nach Theta gebracht werden müssen. Peter Strusky, Theta Zentrale. Wer ist dieser, Akers? Der Chef hier anscheinend. Local Access. Ach nee, Terry wahrscheinlich. Terry Akers. Ja, Terry Akers, da steht's. Sein 1000. Schachspiel gewonnen. Ach, nicht wahr, ne? Ach, ich dachte schon. Gegner beschädigt. Okay, und dann ist Terry einfach mit dem Zeppelin abgehauen. Und wir haben keinen mehr, verdammt. Nun gut, hier gibt es anscheinend nichts mehr. Dann einmal hinaus zu unserem kleinen Robo-Freund. So, das war aber wahrscheinlich noch nicht. War das HQ? Ich habe keine Ahnung. Wir gucken uns erst noch ein bisschen um. Wir gucken einfach mal, ob wir hier da irgendwie hinkommen können, weil hier geht's ja nach Theta. Hier war der Zeppelin. Und das war anscheinend mal ein Mensch. So wie es aussieht. Hat er noch irgendwas Interessantes? Was ist denn? Alles gut? So, ich glaube. Huch! Hilfe! Na toll, jetzt stecke ich hier in dem. Ach, das ist nicht wahr, ne? Ach, Mann! Hallo? Ach, Leute. Na, hast du aber noch mal Glück gehabt, Spiel. So, ja. Diese Kommunikationsantenne. Wo haben wir die denn? Bist du das? Komm ich da hoch? Was macht er denn? Ach, er ist knuffig. Ich mag unseren kleinen Roboter. Hui! Nee, ich glaube, das hier ist die. Ach, ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Kann man hier rein? Okay, komm, öffne. Och, Menno. So, da hinten waren wir. Was ist das? Hier waren wir noch nicht. Da ist dieses merkwürdige Vieh. Oh. Hey, could you maybe help? I need to get the Theta. Don't worry about it. I got this. Ja. Hey, can you hear me? Make yourself useful. Ja. I think I need some vacation soon. Ach, die geht so auf. So, was ist das? Okay.
diese Druckkammer hier scheint noch zu funktionieren. Luft! Luft! Hallo! So. Na. Hier sieht's ja gut aus. Mhm. Ganz normal. Das Licht schmerzt in meinen Augen. Er sagt mir, dass ich dieses glasige Fleisch in meinem Schädel nicht brauche, um die Erlösung zu sehen. Es macht mir nichts aus, sie zu entfernen, sie daran zu hindern, diese göttliche Mission zu verdunkeln. Was? Hast du dir echt deine Augen ausgestochen? Oh nein. Oh, ich wollte es gerade noch sagen. Hui. Sehr detailliert auf jeden Fall. Ah ja, hier die Pillen hat er sich eingefahren, okay. Alter. Mein Spiegelbild im schwarzen Blut unserer Verwalterin flüstert. Ich muss sie aus dieser Hölle retten, muss sie schlafen lassen, sie in meinen Klarträumen einschließen. Die ist da drin, okay. Ich sag hierzu nichts mehr, ne? Ich sag hier nichts. Gegner beschädigt. Hier irgendwie zurück? Nein. Bringt mir das hier überhaupt irgendwas? Es ist ein Zettel. Sich anzusehen, wie WAU Delta übernimmt, ist ziemlich aufregend. Vor einem halben Jahr noch hätte ich mir Sorgen gemacht. Ich hätte Goya und Wan das schwarze Blut aus der Maschine entfernen lassen. Nun aber scheinen ihre verkrusteten Oberflächen das alte Delta zu ergänzen, ja sogar in den Schatten zu stellen. Er muss verrückt sein. Er muss einfach verrückt sein und ich brauche da draußen, glaube ich, irgendwie einen Code oder so. Kann das sein? Hier kann ich nichts tun. Das kann ich nur hier die... der Mann drin. Ja, ich gar nicht gesehen eben. Komm raus hier. Boah, ist das eklig, ey. Da reißt er sich die Augen raus. Dinge gibt's, die gibt's gar nicht, wa? So. Jetzt nochmal kurz hier bei dem Ding geguckt. Aha. Linkverbindung hergestellt. 840. Hä? Okay, und nun? Was? Kein Signal. Ich glaube, wir kriegen nur da oben das Signal. Oder? So, und nun? Haben wir irgendeine Verbindung zu irgendwas anderem?
Aber was bringt uns das? Kann ich da von hier aus irgendwas noch machen? Oh, warte mal, was ist denn das da drüben? Können wir hier auch rein? Wahrscheinlich eher nicht, ne? That's a long drop. Careful, Simon, careful. Ab geht's! Hinab in den Abgrund! Hey, you! Don't worry about it. I got this. Yeah? You put in a good word for me? I'm not sure that's a good thing. Nah, I'm just messing with you. Das bringt uns ja da drin auch nicht viel. Brandon, did you move the Carthage casing? We need to test that one before we ship it. Warte mal. Man, you can really tell when Astrid is off platform. This place turns into such a lot. Geht's im Umkleideraum zu? Aha. So, Transport. Fehlfunktion. Heimatzusatz von Vieh nach Lambda. Unspezifiziert nach Theta. Mhm. Die Archehülle wurde nach Vieh gebracht. Okay. Zeppeline. Status inaktiv. Status. Linkverbindung nicht herstellbar. Ah. Antriebsfehler. Okay, dann versuchen wir gleich mal den... Geht das denn nochmal? Den 840. Who is this? Alan. What's your name? Simon. Where... What are you? Gut, genau, da brauchen wir das. Antenne... 216840 haben wir dann noch und wir brauchen die 049 anscheinend. Das gelbe Dings. Wir haben noch ein paar Audiodateien. Aha. Hören wir uns die auch gerade mal an. Strasky, we can see the Zeppelin now. Good. Sorry about the mess. Without the positioning system, the Zeps just keep losing their set routes. Voljet did say that you could have fixed it on your side by rejigging the antenna. I guess it doesn't matter now. Are all of you coming? No, just me, Goy, and Creer. Maybe because of Seb being a stubborn old man. All right. see you soon, Brandon. Happy evac. Und er ist dann wirklich alleine gegangen, anscheinend. Peter, can you hear me? I hear you, Terry. I mean, Mr. Akers, yeah. Sir. I've changed my mind. I would like to come to Theta. Let Delta sleep. Of course. Oh, wow. Honestly, didn't expect to hear from you again. Such a long time since you checked in. We have a few divers in a Zeppelin surveying Lambda at the moment. I'll just make sure they pick you up when they're done. Thank you for the warning. I'll make sure they feel welcome. Okay. See you when you get here. Ja, obwohl... Ich glaube, er hat da doch alleine gehaust. Der Terry. So, aber jetzt stellen wir erstmal die Antenne richtig ein. Hui! Gelb war es, ne? Klar, warum auch nicht? So, kein Signal. You're so full of shit, Brandon. I've seen you when payload manager Alice Coster shows up. Linkverbindung hergestellt, okay. So, dann sollten wir diesen... You'd let her manage. Der Typ, ey. So, und dann sollten wir hier jetzt eigentlich... Ach, wie cool. Den Zeppelin rufen können. So, Zeppeline, dieser... Transport active. Unspecified cargo.
Na, dann komm mal her. The Zeppelin's on its way. Better get ready. Da bin ich ja mal gespannt jetzt. That's definitely the Zeppelin. Ja, wo? Ach, krass. Du nervst so ein bisschen, du kleiner Roboter. Ich wollte ein schönes Thumbnail machen. Naja, machen wir eben eins mit. Huch, Blut? Wo kommt der denn her? Der war doch eben nicht da. Oh oh. Ich glaube, wir sollten in den Zeppelin gehen. Aber in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.